Ich lache, ich freue mich und ich hoffe ihr auch, denn herzlich willkommen, ihr Lieben zu Hause. Wir kochen wieder ein Dreigänge-Menü und diesmal wird es richtig interessant, aber auch sehr, sehr lecker. Wir beginnen mit einem Salat. Ihr habt ihn gesehen, vielleicht beim Trailer, so Sushi, aber was hat das mit Salat zu tun? Ich mache einen Salat Nisuas mal anders. Super einfach und was ganz Besonderes. Dann ein asiatisches Geschnetzeltes mit, schwieriges Wort, asiatisches Geschnetzeltes mit einem schönen Gewürzreis. Und dann gibt es den Klassiker schlechthin aus Hamburg, nämlich die rote Grütze mit Vanilleschaum. Und ich kann euch sagen, das alles schmeckt lecker, das alles ist gut zu machen. Ihr wisst ja, 45 Minuten habe ich Zeit. Ich werde mir wirklich Mühe geben, Gas geben und ihr zu hoffentlich zu Hause auch. Ihr habt ja gesehen, ich habe mir schon alles mal so zurechtgelegt. Ist immer wichtig, dass ich mich aufs Arbeiten konzentrieren kann. Womit fange ich jetzt an? Also, Wasser muss kochen, denn ich brauche nachher Bohnen für den Salat Nisuas. Und ich brauche natürlich auch ein sehr gut mariniertes Fleisch. Und dazu habe ich mir ein Stück von der Rinderhüfte gekauft. So, dieses Rinderhüftfleisch hier, das wird jetzt erstmal zu einem Geschnetzelten. Die Fettschicht hinten, die trenne ich ab. Die kann also weg. Und dann gehe ich also jetzt her und schneide erstmal solche Scheiben. So ungefähr 5 mm dick. Ja? Das ist wichtig. Das Fleisch ist auch sehr schön durchwachsen. Und warum nehme ich Hüfte? Weil Hüfte ist ja ein Fleisch, welches man auch kurz braten kann. Und jetzt mal genau hinschauen. Die Maserung läuft so, das kann man hier so schön sehen, so quer. Und ich schneide jetzt quasi genau entgegengesetzt zur Maserung, damit nachher ich so ein kurzfasiges Fleisch habe, damit das Fleisch auch richtig schön saftig wird beim Braten. So, und dieses Fleisch gebe ich jetzt alles in eine Schüssel. Ich habe natürlich meine Hände vorher gewaschen, desinfiziert. Ist ja sowieso mittlerweile alles Standard in diesen Zeiten, dass man gerade auch in der Küche auf Hygiene achtet. Das ist also ganz, ganz entscheidend und wichtig. So, dann habe ich das Fleisch. Und jetzt ist ja so asiatisch. Was heißt das? Ja, wir marinieren das. Und zwar, ich nehme zuerst einmal, das glaube ich, würde jeder der asiatischen Küche zuordnen, Sojasauce. So, drüber damit. Dann brauche ich eine Reibe. Eine Reibe und jetzt nehme ich hier ein bisschen Ingwer, den muss ich gar nicht schälen, sondern einfach hier, wir reiben vielleicht auf dem Brett, geht es besser. Und tue jetzt einfach diesen Ingwer auch schön hier da rein. Und dann habe ich hier vorne Knoblauch, jungen Knoblauch, und den kann man auch reiben. Dann spare ich mir das Schälen. Und der Knoblauch verteilt sich so schön. Ja, ist wirklich was Besonderes. So. Okay, Hammer. Also Knoblauch, Ingwer, Sojasauce. Und natürlich jetzt ein bisschen Stärkemehl. So. Und dieses Stärkemehl quasi hilft mir jetzt, dass die Gewürze schön festkleben an dem Fleisch. Das ist also wirklich ein Tipp, auch sonst, wenn ihr Fleisch anbratet, so geschnetzelt ist, das ist etwas ganz Wichtiges, weil dann bekommt das Fleisch schon einen schönen Glanz. Und die Gewürze bleiben alle am Fleisch kleben. So, einfach jetzt hier, ihr könnt es nicht riechen, aber fühlt sich sofort wie in Asien, wenn man das riecht. So, lass mal hier stehen. Dann geht es weiter. Ich würde sagen, erstmal tun wir die Bohnen rein. Da muss ich Salz reinmachen. So, ich habe so ein schönes Blütensalz. Das verwende ich sehr gerne. Und mache jetzt einfach solche Prinzessbohnen oder man sagt auch, glaube ich, Kenia-Bohnen dazu, da rein. Und dann lasse ich diese erstmal
hier bissfest garen und die werden dann natürlich schön im kalten Wasser abgeschreckt, damit diese Bohnen die Farbe behalten. Gut, Fleisch haben wir, Bohnen kochen oder kochen gleich. Dann würde ich sagen, wie schaut es auch bei euch mit Nachtischen? Ich liebe Grütze. Ah, ich finde es so schön. Ich finde es so outstanding. Und was ist eine rote Grütze? Da habe ich erstmal, man kann das so tiefgekühlt kaufen, natürlich im Sommer auch frisch. Aber tiefgekühlt hat hier einen großen Vorteil, weil da gibt es nämlich, wenn ich die Früchte am Vortag in so ein Sieb reingebe, seht ihr hier, da läuft unten so richtig schöner Saft raus. Ja? Und diesen Saft brauche ich nämlich jetzt, um den Ansatz für meine Grütze zu machen. Den werden wir gleich mal aufkochen, den Saft. Aber das wäre mir jetzt zu wenig. Und jetzt gibt es natürlich einen kleinen Hinweis, wenn ihr Kinder habt zu Hause, würde ich jetzt einen Fruchtsaft nehmen, Kirschsaft oder Johannisbeersaft. Aber ich gebe jetzt rein Rotwein. So. 0,2 vielleicht. Dann gebe ich rein Zucker, den habe ich da hinten. Zucker ist wichtig auch, das kann man auch selbst bestimmen, wie viel man da reinmacht. Aber rote Grütze kann schon ein bisschen süß sein. So, okay. Lassen wir jetzt schön erstmal kochen. Und dann muss ja so eine rote Grütze total gut schmecken. Und da mache ich jetzt so, nehme ich so einen Teebeutel. Ich erkläre es auch gleich warum. Wenn ich jetzt hier einfach diese ganzen, so, also die ganzen Gewürze reinwerfen würde, habe ich sie nachher alle drin, muss ich sie rausfischen. Jetzt tue ich einfach hier eine Zimtstange rein. Ich habe hier Nelken und Sternanis. So. Ich fülle quasi mein Teesäckchen hier rein. Du das so schön oben zu machen. Möglichst so. Und jetzt lege ich das hier rein. Und lasse dieses Säckchen quasi mitkochen. Dadurch gehen die Aromen raus. Und dadurch natürlich schmeckt nachher diese Flüssigkeit hervorragend. So, dann brauchen wir ein bisschen Stärkemehl erneut zum Binden der Flüssigkeit. Das ist ganz einfach. Man tut einfach so einen Löffel Stärke, Mais oder Kartoffelstärke in so einem Schälchen. Dann rührt man das Ganze im kalten Wasser an und schon hat man alles vorbereitet, um nachher die Grütze zu binden bzw. auch das mit den Früchten zu machen. Also Grütze läuft, Fleisch läuft, die Bohnen kochen. Auch das ist wichtig hier, Leute, gell, bei den Bohnen. Bissfest, also nicht so weich. Ich finde Bohnen, wenn sie so ganz weich sind, mag ich sie nicht. Die müssen schon bissfest sein. Und diese Bohnen kippe ich jetzt einfach hier in ein Sieb. So. Und dann mache ich hier ein bisschen kaltes Wasser jetzt rein. Und tue sie da jetzt rein. Und lasse sie so einfach abkühlen. Und schon habe ich hier dann die Bohnen, die ich später brauche für meinen Salat. Nicht so was. Bohnen haben wir. Dann geht es weiter als nächstes. Ich schneide mal alle Zutaten, die man braucht für unseren Salat nicht so was. Wir haben hier vorne, seht ihr, Eisbergsalat, Paprika, Tomaten, Radieschen. Und jetzt fangen wir mal an. Wir nehmen, wir können eigentlich alles nehmen. Nehmen wir eins her von jedem. Dann nehmen wir Tomate, brauchen wir vielleicht zwei. Dann nehmen wir noch Radieschen. Und jetzt muss man das alles schneiden. So. Ich habe natürlich alles vorher gewaschen, Leute, das ist eh klar. Das solltet ihr auch zu Hause. Also ich lege nichts in den Kühlschrank, bevor ich das nicht vorher richtig sauber gemacht habe. Muss alles schön sauber sein. So, jetzt schneiden wir erstmal hier so lange Streifen. Wir brauchen gar nicht so viel. Ihr werdet nachher sehen, wir machen nur zwei so Röllchen. Da braucht man gar nicht so viel. Das geht gar nicht alles rein. So, Paprika, würde ich sagen, ist schon mal genug vom Grünen. Das gleiche vom Gelben. Und so ein Gemüse natürlich kann man dann am nächsten Tag auch für andere Dinge verwenden. Wir werden heute auch noch was verwenden nachher für unser asiatisches Geschnetzeltes.
So, gelb und auch rot. Paprikaschoten kann man auch schälen. Sie wissen ja, Paprikahaut ist sehr schwer verdaubar. Viele Leute haben Aufstoßen, deswegen essen sie nicht gerne Paprika, aber ich werde heute mal aufgrund meiner sehr begrenzten Zeit versuchen, das nicht zu tun. Natürlich zu Hause sind sie da vollkommen frei. Man kann die auch mit so einem Sparschäler außen schön abschälen. So, das kann man alles wegtun. Und jetzt konzentrieren wir uns auf diese Grütze. Ihr seht hier, das kocht schön, das ist wichtig. Ja. Wir nehmen jetzt einfach raus diesen Gewürzbeutel. Der hat jetzt mitgekocht, so kann man auch natürlich einen schönen Glühwein machen. Dann kommt jetzt rein die Stärke. Da muss man auch das Ganze natürlich nach und nach reingeben. Ja? So, immer so einen Löffel voll und schauen, wie sich das verändert. Weil wenn ich das gleich alles reinschütte und das ist nachher zu dick, dann kann ich nichts mehr reparieren. Ihr seht, wird immer dicker jetzt. Noch ein Löffel. Jawohl. Einen würde ich sagen, tun wir noch rein. Ach, vielleicht noch einen. So. Jetzt haben wir so eine schöne Soße. Eine richtige Soße. Man sieht auch hier, ihr seht das, ja? Wenn das oben so Blüten schlägt, so wie hier, dann ist das richtig gut gekocht. Genauso muss es sein. Jetzt die Früchte rein. Muss man aufpassen, dass man die Jacke nicht versaut, weil das spritzt sehr gerne. Und dann hier einmal umrühren. Ich lasse das nicht aufkochen, sondern nur so leicht warm werden, dass die Früchte nicht zerfallen und schön bleiben. Und dann stellt man das da vorne hin. Wir machen da ein bisschen Platz. So, und schon habt ihr hier, und jetzt bitte zeigt das nochmal ganz schön mit der Kamera, komm mal her, zeigt das mal hier, wie schön rot die ist richtig schön farbenfroh. So muss rote Grütze sein, die schmeckt gut und damit nachher werden wir noch einen Schaum drauf machen und ihr werdet sehen, das Ganze funktioniert. So, jetzt haben wir noch, jetzt muss ich mal gerade gucken, wir haben noch ungefähr 30 Minuten Zeit. Ich mache jetzt weiter hier mit meinen Tomaten. Tomaten tue ich erstmal vierteln. Ich komme aus der Steiermark und wir haben früher immer zu Hause Tomaten angebaut. Das habe ich so geliebt, so wenn man dann in den Garten geht, die frischen Sachen holt. Das schmeckt einfach, man hat eine ganz andere Beziehung zu den Produkten. Und deswegen auch immer beim Einkaufen gucken, Leute, es muss nicht teuer sein, aber es müssen gute Produkte sein. Man muss das immer einkaufen dann, wenn die optimale Jahreszeit ist. Ja? Dann habt ihr einfach auch da das volle Angebot. Und wie gesagt, der Preis ist dann auch noch akzeptabel. Wir machen jetzt da einfach raus die Kerne, weil wir brauchen nur das feste Fleisch. Wenn man dann zu Hause so eine Suppe macht oder so, kann man ja diese Kerne da oder Hühnerbrühe kocht, kann man die mit reinmachen. Muss man nicht wegschmeißen. So. Es wird immer mehr, was wir schon haben, fürs Mise en place für diese Rollen. Was kommt noch alles rein beim Nisua-Salat? Wisst ihr, Kartoffeln gewürfelt. Dann kommt ein Thunfisch, Kapern, Sardellen, Radieschen mache ich rein, Basilikum. Also ich habe so eine neue Version für mich überlegt, was anderes. Aber es ist natürlich sehr nah an dem Original. Und ihr werdet sehen, was ganz besonders ist nachher die Präsentation. So, Radieschen tun wir vierteln. Haben wir auch da. So, Hammer. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir hier weitermachen und ich euch die Röllchen zeige, werde ich jetzt erstmal versuchen, Ihnen klarzumachen, wie man so einen Gewürzreis zubereitet. Ja, Gewürzreis ist ja etwas, auch was Leckeres. Ich liebe Reis zum Beispiel. Ja? Da brauchen wir einen großen Topf.
So, wir machen jetzt hier rein. Einfach erstmal unten den gewaschenen Reis. Und zwar tue ich erstmal das Sieb ausspülen. Dann habe ich jetzt so einen schönen Langkornreis gemischt. Halb Vollkorn, halb normal. Tue diesen Reis einfach hier waschen. So, dann kommt der Reis da rein. Ich gebe dazu, das habe ich hier vorne, so ein bisschen mit dem Löffel Kurkuma und Currypulver. Dann gebe ich rein, und der Fond ist schon gewürzt, ich habe hier zwei Gläser asiatischen Fond, den gibt es von mir, das ist ein richtiger fertiger Fond schon, also ohne Zusatzstoffe, ohne Aromastoffe. Das ist dann genau das Doppelte wie beim Reis. So, die stellen wir da rüber, die muss man ja gesondert entsorgen, die Gläser. Jetzt einfach hier umrühren. So, jetzt muss ich gucken, ich glaube da drüben liegt mein Deckel, genau da ist er ja. Hier ist der Deckel. So, jetzt mache ich erstmal, ich lasse erstmal aufkochen und mache gleich den Deckel drauf, ja. Was rein muss noch ist Salz, ganz wichtig, der Reis muss gut gesalzen sein, von Anfang an. So. Und dann muss der Reis halt schön einmal aufkochen. Ihr seht hier, der fängt schon an zu kochen. Das ist ja bei Induktionsherd immer ganz toll. Ihr wisst ja, da habe ich ja eine ganz schnelle Erhitzung. Und ich kann das auch ganz wunderbar regulieren. Wenn der Topf zu heiß ist, schalte ich einfach zurück und der Herd reagiert sofort. So, machen wir den Deckel drauf, so dass da vorne auch ein bisschen was entweichen kann hier. Und dann lassen wir den Reis schön kochen. Und ihr seht, ich bin ganz ruhig, entspannt, als wäre gar nichts. Es macht einfach Spaß. Und wenn man sich auskennt in der Küche, dann seht ihr, ja, es ist kein Hexenwerk. So. Salat Niçoise. Jetzt muss man auch die Bohnen abschütten. Die habe ich ja auch noch da vorne. So. Genau, so müssen die sein. Was fehlt noch? Gar nichts. So. Wir nehmen. Das gibt es, das ist so eine Sushi-Matte. Das müsst ihr nicht haben, kann man auch ein Tuch nehmen dafür. Aber ich finde, es geht ein bisschen besser. Dann nehmen wir Eisbergsalat. Wir schneiden da hinten so die Scheibe weg. Und nehmen jetzt die äußeren Blätter. So. Guck mal hin, wie schön. So. So schön drauflegen die Blätter hier. Schneiden da hinten die dicken Enden weg, die brauchen wir nicht. Und jetzt bitte genau zuschauen, was da alles reinkommt, ja? Und zwar erstmal Bohnen. Unten. Dann habe ich noch was im Kühlschrank, nämlich meine Eier. Das sind gekochte Eier, die könnt ihr so vorbereiten. Steht auch im Rezept so, hartgekochte Eier, zwischendurch, da kocht irgendwas. Ja, muss man immer aufpassen, gell? Nichts anbrennen lassen, das wäre das Schlimmste für mich. Wenn da was anbrennt, da würde ich sagen, guck mal, der Lava da, der lässt den Reis anbrennen, hallo? Da läuft nichts bei mir, so. Wir schalten da zurück, das muss jetzt nicht so stark kochen. Gehen wir runter. So, jetzt haben wir Bohnen. Jetzt genau zuschauen, Leute, gell? Dann machen wir rein Tomatenstreifen. Immer wenn es geht, das Ganze schön der Länge nach schneiden.
Schöne Tomatenstreifen. Also Sushi mal anders. Dann Radieschen. So, wie wär's mit Thunfisch? Ich glaube, Thunfisch muss rein. So. Thunfisch. Dann haben wir hier Eier. Sofort essen. Ah, ein bisschen Öl rein da von den Sardellenlingen, da schau, vom Geschmack her. Dann machen wir rein Oliven, können wir auch noch ein paar rein tun. Es geht ja bald nicht mehr alles rein hier. Voll lauter Zeug da. Oliven, ein paar Kapern. Ah. Noch ein bisschen Chili. Macht Spaß, oder? So, guck mal, Chili. Jetzt haben wir noch, was haben wir noch da? Grüne Paprika schon haben wir noch gar nicht drinnen. So, Basilikum, wo ist denn der? Der steht auch irgendwo da, ja. Also, wenn das keine Rolle wird, Leute. So, dann verstehe ich gar nichts mehr. Und jetzt kommt der große Moment. Wird das was? Einfach jetzt schön umklappen. Festdrücken, jetzt schön nach vorne rollen. So, und dann schön mit dieser Sushi-Matte zusammendrücken. Und jetzt schaut mal her. Leute, was ist das hier? Wo bleibt der Beifall? Ist doch Wahnsinn, oder? Guck doch mal hin, wie schön. So. Und jetzt kommt diese Rolle, ihr Lieben, erstmal in den Kühlschrank, weil wir ja zum Schluss servieren. Das ist die Vorspeise. Kann man kalt stellen. Und wir machen weiter mit unserem Hauptgericht. So, der Reis. Ja, ihr seht, der Reis wird hier schon schön kompakt. Ich lasse noch ein bisschen Flüssigkeit raus, also rausdampfen. Dann schalte ich zurück auf 2 und lasse ihn nur noch ziehen. Und konzentriere mich jetzt, das kann alles weg. Die Eier können jetzt in den Kühlschrank. So, und jetzt werde ich euch mal zeigen, was ich alles brauche für mein Rinderfilet asiatisch. Das kann man alles nehmen hier, alles. Die Tomaten tun wir nur zur Seite, weil die kommen später rein. So, da können wir noch nehmen, rote Zwiebel. Wir haben da vorne haben wir Zuckerschoten, dann haben wir hier Karotte, Ananas. So, das tun wir alles zur Seite. Ananas tut man erstmal den Strunk abschneiden, dann hier auf der anderen Seite abschneiden. Und jetzt schält man die Ananas außen so schön. Hier seht ihr das, großzügig. Da dürfen keine braunen Punkte mehr dabei bleiben, das ist ganz wichtig. Ich schäle jetzt bewusst nur die Hälfte, weil ich auch nur die Hälfte brauche. Damit die andere nicht austrocknet, lassen wir die Schale dran. So, und jetzt da schneide ich hier runter solche Scheiben. So, ich würde sagen, das reicht. Tun wir diese Ananas-Schauch im Kühlschrank oder nee, die kann man hier lassen, solange da passiert nichts. So, mein Reis, seht ihr hier, der wird jetzt richtig schon trocken. Da tue ich jetzt einen Deckel drauf, Stufe 3 vielleicht. So, und lasse den Reis schön ziehen. Und ich konzentriere mich jetzt ausschließlich auf das Zubereiten unseres Hauptgerichtes.
Wir haben übrigens noch, ich muss gerade mal schauen, noch 16 Minuten. Also wir sind sehr gut in der Zeit, Leute. Wir können das Ganze richtig schön fertig machen. Das wird richtig toll. Ananasstreifen. So. Dann stelle ich auf als nächstes eine tiefe Pfanne. Und zwar so eine Art Wokpfanne, ist immer wichtig, beschichtet. Denn man muss das ja alles schön anbraten. Pfanne heiß werden lassen. Und dann schälen wir schon mal hier auch die rote Zwiebel. Die tue ich ja so halbieren und ziehe dann einfach außen so immer, seht ihr hier, diese Schale so ab. Das geht sehr einfach. Die äußere Schicht einfach abziehen. So. Dann schneide ich hier solche Streifen. Ich bin ja ein großer Asien-Fan, ich war ja schon oft in Asien, habe auch dort gearbeitet und habe natürlich gelernt, natürlich, was es heißt, dort asiatisch zu kochen. Hat nicht unbedingt immer was mit unserer Küche zu tun, ist natürlich auch, muss man fairerweise sagen, sehr vieles, was wir hier machen, ist leider Gottes auf den europäischen Geschmack ja, ein bisschen übertragen. Aber wenn du so richtig bei Familien zu Hause isst, dann ist es natürlich ganz was Besonderes. Ich musste mal bei einer Familie ein Lammauge essen. Das ist jetzt nicht unbedingt motivierend. Ich habe es auch wirklich lange überlegt, was ich daraus oder wie ich das mache, aber ich habe es getan. Also da ist auch sehr viel Tradition dabei, gell? Das muss man schon sagen. Und ich kann euch sagen, ohne jetzt Details zu verraten, ich habe niemals reingebissen, ich habe es nur geschluckt. Das war schon heftig. So, jetzt da. Schneiden wir solche Stücke. Gut, also wir haben jetzt ziemlich viel hier. Zuckerschoten, wir haben hier Karotten, rote Zwiebel, wir haben noch Paprika. Da können wir noch ein bisschen Roten dazu nehmen. So. Weil dann haben wir nämlich hier ein richtiges, schönes, buntes Rindergeschnetzeltes asiatisch. Und damit fangen wir jetzt auch an zu garen. Wir nehmen ein ungeröstetes Sesamöl. So. Die Pfanne muss sehr schön heiß sein. Und tun jetzt erstmal dieses Fleisch, was ich mariniert habe, da drin anbraten, kurz. Und zwar auch hier, seht ihr, nicht übereinander, sondern schön nebeneinander. Ihr könnt das leider nicht riechen, aber das riecht so herrlich. Das riecht so toll. Mit dem Ingwer, mit der Sojasauce. So, das nehmen wir später dann zum Binden für die Soße. Ja? Das tun wir nicht weg. So, schön anbraten, ja. Zwischenzeitlich schauen wir, was macht unser Reis. Ja, der Reis wird richtig schön trocken, seht ihr das? Aber gleichzeitig ist der Reis auch saftig, ja. Ich möchte gerne mal probieren, denn Sie wissen ja, man muss als Koch selbst davon überzeugt sein, was man kocht. Noch ein bisschen zu hart, aber sonst ist der hervorragend. So. Jetzt schauen wir mal. So, man kann jetzt schön sehen hier, das Fleisch bekommt so eine schöne, braune, knackige Kruste. Das liegt natürlich am Stärkemehl, ja. Das ist das richtige Mehl zum Anbraten. Die Asiaten machen ja oft beim Gemüse zum Schluss so einen Löffel voll Stärke mit Wasser rein, damit das Gemüse schön glänzt. So. Und jetzt
ist ganz wichtig, dass das also erstmal das Fleisch nicht zu lange brät. Das muss ja schön saftig bleiben. Wir tun es wieder raus in die gleiche Schüssel. So. Ganz wichtig. Dann machen wir rein in diese Pfanne zuerst das, was am längsten dauert, nämlich die Karotten und Zwiebeln. Gebe ein bisschen zurück mit der Hitze. Machen ein bisschen Sesamöl rein. Machen auch die roten Zwiebeln dazu. Und das ist ja dieses sogenannte pfannengerührte Gericht. Wok, ja, heißt ja auch Pfannenrühren. Also der Wok normalerweise hat ja so eine Wandung, da fällt immer alles zurück auf die heißeste Stelle. Wir nehmen jetzt so eine flache Pfanne, weil das natürlich die meisten so zu Hause haben. So, und braten das jetzt an. Das ist alles bissfest, ja, das darf nicht zu weich werden, das muss schön frisch sein. So, dann geben wir auch dazu die Paprika schon, weil die brauchen auch ein bisschen. Also hier muss man schon die Reihenfolge einhalten, weil sonst hat man nachher keine Freude, wenn das so ein Gematsche ist. Da sind sogar noch zwei Stück Radieschen dabei. So, die Bohnen tun wir nachher auch noch rein. So. Gut. Wir haben den Reis, wir haben die Grütze, wir haben das Fleisch, wir haben die Vorspeise. Ich würde sagen, ich könnte schon mal anfangen jetzt. Wir haben ja noch 9 Minuten. Ich bin diesmal ja etwas schneller unterwegs. Ich glaube, ich kann schon mal anfangen, die Vorspeise anzurichten, oder? Was haltet ihr davon? Wir machen mal schon das erste Gericht fertig, nämlich die Vorspeise. Und zwar unsere Röllchen. Mal das Gemüse muss ich hier ein bisschen braten, das dauert ja. So, jetzt können wir alles wegräumen hier, was wir nicht brauchen. Auch das ist wichtig, immer schön sauber arbeiten in der Küche. Gleich alles in den Mülleimer. So. Und den Salat. Und hier niemals vergessen zwischendurch umrühren, gell? So, Salat, würde ich sagen Pfeffer. Dann Olivenöl. Und auch immer ein bisschen großzügig sein, nicht zu geizig, sondern schön drauf machen. Dann ein bisschen Essig rein. Schön marinieren. Das ist so eine Art Wildkräutersalat. Den kann man so kaufen, den gibt es überall mittlerweile. Den tun wir jetzt schön auf dieser Platte verteilen. So. Okay. Jetzt da muss ich mich hier konzentrieren. Ja, das sieht gut aus. Wir machen jetzt dazu die Bohnen und die Zuckerschoten. Und zum Schluss kommen nur noch rein die Ananas und die Tomaten. Die Tomaten tue ich noch mal kurz vierteln. So, Hammer. Gut. Herrlich. Ja, und ich glaube, ihr könnt sehen, das wird was. Ja, das wird einfach was Besonderes, weil es schön aussieht, farbenfroh. Es ist nur frisches Gemüse, sieht gesund aus. Ja, und das ist das, was man ja auch möchte. Man möchte richtig gut essen. So, jetzt da kommt der große Moment, wo ihr gespannt seid, ob das was geworden ist. So. Und ihr seht, nichts fällt auseinander. Die Röllchen sind ganz.
So, gib mir mal die Platte weiter her. Ist mir da vorne einfach zu weit. So, den Rest probiere ich hier, den Anschnitt. Und das ist noch die letzte Rolle. Ah, Leute, ich bin so glücklich. Oh ja. Tomaten drauf. Der Arzt würde sagen, bitte nicht stören. Der Koch sagt das auch. Schau hier. Olivenöl drüber. So, dann noch ein paar Oliven drüber streuen hier oben. Ein paar Kapern, wenn man das möchte. So, mit dem Kapernwasser. Und nicht zu vergessen, was ich so gerne liebe in der Küche ist, ein bisschen Chili. Yes! Hier! Vorspeise, so. Jetzt kommt rein zum Gemüse. Noch die restlichen Tomaten und die Ananas. So, dann kommt rein ein bisschen von dem Asiafond. Also noch einmal richtig durchkochen. Dann gehen wir rein. Da gibt es so eine ganz scharfe Chilisauce. Ja, das ist, finde ich, immer so zum Abschmecken bei diesem Gericht. Das ist immer ganz, ganz, ganz nett. Das ist immer was Besonderes. Ja, das gibt so einen tollen Geschmack. So. Ich habe noch so ein bisschen, glaube ich, Stärkemehl da, genau von vorhin. Ich tue das so ein bisschen noch von der Stärke rein, so dass es leicht bindet. Jetzt überlegen, ich muss gleich mal sehen, ob ich schon Salz rein habe, aber ich glaube, Salz ist schon drinnen. Jetzt kommt das ganze Fleisch dazu. So. So, wir schalten schon mal aus hier, weil ich glaube, das darf jetzt nicht mehr weiter kochen. Der Johann muss probieren, ob es auch schmeckt, aber ich glaube, optisch würden sie mir beipflichten. Ich glaube, das kann man so lassen, oder? Bisschen Salz noch. Und eine Sache fehlt noch. Die werden so viele Leute nicht gerne mögen, aber ich mag's. Das habe ich hier im Kühlschrank, glaube ich. Das ist frisches Korianderkraut, ja? Das Korianderkraut ist natürlich das typische Gewürz Asiens. Ich nehme da jetzt ein bisschen was weg. So. Ich glaube, das muss ich nochmal richtig durchwaschen da. So, das schneide ich jetzt nochmal schön nur grob zusammen. Und streue das jetzt noch oben drüber und ich werde das gleich anrichten, denn mein Reis müsste auch fertig sein. Guck mal her. Oh, sorry, den Reis richte ich jetzt auch gleich an. Da habe ich da hinten, glaube ich, erstmal, würde ich sagen. Immer das Problem in der Küche, wenn man so viel kocht in der kurzen Zeit. Ist das mit dem Platz? So. So, und das jetzt für 4 Personen. Da machen wir jetzt noch ein bisschen drauf Korianderkraut. Omas Garnitur.
richtig andächtig hier in der Küche. So, dann kommt der Reis da rein. Der Reis ist auch richtig schön trocken. So. Ich muss jetzt nur noch den Vanilleschaum machen und die Grütze anrichten. Und wir nähern uns dem Ende, Leute. Und ihr werdet sehen, kochen in 45 Minuten mit guten Zutaten, die nicht zu teuer sind. Schnell, sag immer, schnell ist kein Feind von gut. So, Sie sehen, ich lasse nichts übrig. Die Pfanne weg, alles weg hier. Dann habe ich hier noch Zitronengrasstängel. Was habe ich noch da vorne? Ich habe noch irgendwo hier auch eine Chilischote. Eine Chilischote drauf. So. Und dann nochmal so ein schönes kleines Korianderblatt hier hin. Guck mal. Yes! Johann, jetzt geht's trotzdem noch schnell weiter. Wir brauchen noch schnell ein Töpfchen. Wir machen nämlich noch einen Sabayone oder Vanilleschaum für unsere Grütze. Die müssen wir auch noch machen. Das geht aber schnell jetzt. Wir brauchen jetzt einfach so ein bisschen noch Eigelbe. Die Eiweiße kann man hier reinmachen, genau. So. Wir nehmen drei Eigelbe reichen. Eigelbe. Dann brauchen wir dazu ein bisschen Milch. Dann habe ich da irgendwo noch ein Vanillezuckersäckchen gehabt, so ein schönes, genau, Bourbon Vanillezucker. So, dann machen wir noch ein bisschen normalen Zucker hier. Ein bisschen Milch. So, und jetzt schlagen wir einfach mit einem Schneebesen das alles auf und machen daraus einen Schaum, nämlich für die Grütze. So, warte noch ein bisschen, du hast kurz zur Seite, denn ich richte zuerst mal hier an, jetzt schön, aber erstmal muss man da richtig sauer machen alles, sonst denken die Leute, bei Lava, der kocht da so schlampig, das kann ich nicht ertragen, ich bin ja so ein absoluter Fanat über die Sauberkeit in der Küche. So, meine Gläser her, 4 Stück, wir machen ja alles für 4 Personen. So, dann braucht man einen Schöpfer. Um die Grütze jetzt abzufüllen. Hoffentlich treffe ich jetzt das Glas da oben. Jawohl. Das passt genau für 4 Personen, Leute. Genau, das ist ein Rezept, was exakt für 4 Personen passt. So, und jetzt mache ich das noch fertig. Und das ist hier immer ganz wichtig. Das ist ähnlich wie bei einer Sauce Hollandaise, Leute. Diese Dinge müssen immer sehr lange aufgeschlagen werden, gell? Und zwar so, dass es eine wunderbare Bindung gibt. Wenn das keine Bindung hat, ja, dann fällt das nachher sofort zusammen. Das muss eher so kurz vorm Kochen sein. Wenn das nicht richtig heiß ist, dann bindet das Eigelb nicht die Flüssigkeit. Ja, ich werde das gleich sehen hier.
Das wird jetzt richtig schön. Ich gehe jetzt zurück mit der Hitze. Und das muss jetzt richtig schön so schnell schlagen. Das ist ein Induktionskochtopf. Da brauche ich kein Wasserbad. So. Ihr seht hier, das ist ein richtiger schöner Vanilleschaum. Also quasi die moderne Form der Vanillesoße. So. So muss das sein. Jetzt schon her. Jetzt füllen wir das da voll. Bis oben hin. Johann, ja, jawohl, Pistazien drauf. Schau, wie der steht, das aber ohne. Ich hab's geschafft, Leute. Hat so Spaß gemacht. Ihr seht, ich schwitze zwar ein bisschen, aber für ein gutes Ergebnis ist es alles kein Problem. Das macht einfach Spaß. Ich fasse für euch gerne nochmal zusammen. Guck mal, Salat Nisuas mal anders zubereitet. Eingerollt wie Sushi. Fast mit den gleichen Zutaten. Dann dieses Geschnetzelte. Geht so schnell. Vorher marinieren mit Stärkemehl und Sojasauce das Fleisch. Den Reis mit Curry und Kurkuma kochen mit so einem Asia-Fond. Und die rote Grütze mit so einem Teebeutel, wo alle Gewürze drin sind. Und da dieser Vanilleschaum, da braucht man keine Soße kochen. Wie gesagt, oben diese Pistazien noch ein bisschen drauf. Ja, und ich hoffe sehr, Leute, es hat euch Spaß gemacht. Ich mache das so gerne für euch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ihr macht mit. Ich wünsche euch jetzt guten Appetit, alles Gute und das war's. Servus.